Schon wieder ein Telefon. Was macht der Steve mit der Farbe? Hat er nicht auch im Anfangsdörfchen da schon irgendwie... kitzelt. Hat er nicht auch im Anfangsdörfchen schon irgendwie Farbe von irgendwas, irgendwo, irgendwie gehabt? Oh, ich kenne die Tankstelle. Ausgewissen. Und wieso sind die Bomben... Wieso liegen die Bomben alle da und sind alle nicht hochgegangen? Die sind alle nicht detoniert. Die sind aufgeschlagen, aber nicht detoniert. Warum? Was Doofes. Cheese Sandwich. Beans und Toast. Lecker. Cheese and Ham und Toast. Lecker. Fizzy Drink. Yum, 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 yum. Glas of Milk. Das ist ja süß. Ein Glas Milch. Eine Milk, bitte. Was? Soup of the Day. Molly Gattoni. Kenne ich gar nicht. Nichts, nichts. Guck mal, ich stell mal ganz kurz das den Trailer nach. Cool. So. Entschuldigung. Aus dem Endscreen hast du diese eine Szene immer. Da geht's noch raus. Und da. Dies ist Catherine Collins mit einer Nachricht für die Nachwelt. Es ist vorbei. Ich weiß nicht, wie lange mir bleibt. Was auch immer ihr getan hat, was die Flugzeuge an Bord hatten. Es verbrennt meine Lungen. Vermutlich eine Art Nervengift. Ich vermute, dass nur mein Kontakt mit dem Muster mich so lange leben ließ. Ich mache mich auf den Weg zu Turm 6. Ich werde die Signale des optischen Systems vereinen. Ich hoffe einfach, dass ich es schaffe. Jetzt weiß ich, warum nicht detoniert sind. Das sind einfach, das war ein Gasangriff. Deswegen, ich habe mich schon gewundert, was der mit dem Gas meint. Das war einfach ein kompletter Gasangriff, kein Explosionsangriff. Und dann frage ich Gas. Ja, toll. Da frage ich mich aber... Wenn die Menschen sich aufgelöst haben, kann es nicht sein, dass das Wesen versucht hat, alle zu retten? Ist das nicht im Bereich des Möglichen, dass Steven alle umgebracht hat mit seinem scheiß Gasangriff? Und das Wesen hat dann versucht, alle zu retten, indem es sie, naja, befreit hat sozusagen? Dieser verkackte Steven, den habe ich voll auf dem Kieker. Man merkt es bestimmt. Ich mag den nicht. Da können wir noch rein. Sie
Sie sind ein verrücktes Huhn, den ganzen Weg herzukommen. Sie wissen doch, Charlie hätte es vorbeigebracht. Was? Damit er mir mit seinem stinkenden Riesenlaster meine Vögel vergiftet? Er sollte damit nicht über diese Wege fahren. Das Ding ist eine Gefahr. Ich glaube, er hatte gehofft, mit Ihnen über Frank reden zu können. Da gibt's nichts zu reden. Hören Sie, Wendy, alle anderen schüchtern Sie vielleicht ein, aber bei mir klappt das nicht. Sie sind 68. Werden Sie erwachsen, reden Sie mit Frank. Wie können Sie so mit mir reden? Geben Sie mir sofort das Futterhäuschen. Versprechen Sie mir, zu Ihrem Bruder zu gehen. Megan Holloway, Sie... Nichts da, versprechen Sie es. Es ist zu Ihrem eigenen Besten, das wissen Sie. Sie sind eine schamlos manipulative und schwierige Frau. Kein Wunder, dass Charlie Sie dermaßen anhimmelt. Kein Wunder, dass ich was? Kein Wunder, dass du nichts zu Ende bringst. Ich hatte doch gesagt, du sollst die Lageraufträge prüfen. Wendy, ein Futterhäuschen für Sie. Ich sage Frank, er soll vorbeischauen. Charlie, steh nicht nutzlos rum und setz den Kessel auf. Mach dich mal nützlich. Diese Wendy, die mag... Hier fliegt eine Fliege rum, Entschuldigung. Die Wendy mag ich auch nicht. Eben weil die so, naja, in ihrem komischen Glauben da festhängt. Dass sie Vögel mag, finde ich ja nicht schlimm. Dagegen spricht ja nichts, auch wenn die Vögel hier alle am Rumsterben sind. War das die Halle, wo wir vorhin schon drin waren, oder ist das eine andere? Huch. Nein, das ist eine andere. Ich sehe die Funken. Da. Blut, ein Hammer und Vorräte. Ich hoffe, das ist Nasenbluten. Appleton! Was machst du hier? Du dreckiger Dieb. Ich wusste, dass du das warst. Hör zu. Nimm, was du brauchst. Aber dann musst du gehen. Du verstehst das nicht. Du darfst nicht in meine Nähe. Malst deine blöden kleinen Bildchen und klaust Essen. Du warst schon immer ein Arschloch. Jede Sekunde, die du bei mir bist, macht das schlimmer. Ich bin Premierüberträger. Du bist eine echte Schande. Komm her! Nicht anfassen! Geh weg! Was ist hier los? Du kommst her und schluss weg! Hier auf! Hältst dich für was so viel Besseres als wir andere. Bitte kein Körperkontakt! Du, ein dämliches Ami-Vibes-Bild. Sie ist besser als wir alle zusammen! Sam. Meg, bitte. Bleib los, weg von mir! Meg! Halt! Bitte versteh doch, es war ein Unfall! Weg von ihr! Los, weg! Nicht wie weg! Ich muss das verstehen, es war ein Unfall. Lass ihn einfach, lass ihn! Was hast du getan, Appleton, du Dreckskerl? Schnell, Charlie, verschwind! Charlie, bitte! Steven hat den Sam umgebracht. Das ist unfassbar. Der Typ ist einfach... einfach furchtbar. Also egal. 42. Hier kriegen wir Antworten. Heizung ist noch an, der Heizstrahler. Stationsvorsteher Howard Lentham am Apparat. Howard, hier ist Clive Smith. Sie müssen jetzt zuhören und keine Fragen stellen oder mich unterbrechen, geht das? Ja, sicher. Aber warum rufen Sie an? Das Komitee für Katastrophenschutz stellt das Tal unter Quarantäne. Wir haben einen Grippeausbruch im Dorf. Wir sperren den Bahnverkehr und riegeln auch die Straßen für eine Weile ab. Sie werden es mit ängstlichen Leuten zu tun bekommen, Howard. Also müssen Sie ihnen erklären, dass alles unter Kontrolle und in ein paar Tagen wieder vorbei ist. Okay. Öffnen Sie das Notfalllager. Da liegen noch Plakate, Schilder und anderer Kram, der seit dem Krieg nicht gebraucht wurde. Nehmen Sie, was Sie für nötig halten. Sie müssen alle unbewohnten Gebäude verriegeln, Plakate aufhängen, sowas alles. Sorgen Sie dafür, dass alles tadellos in Ordnung ist. Sie waren beim Militär, Sie wissen, was zu tun ist. Alle tun ihren Teil und befolgen Ihre Befehle. Okay? Ja,
Schätze schon. Guter Mann. Ich wusste, auf sie ist Verlass. Verdammt, meine Ohren. Was war denn das? Das würde ich auch gern wissen. Oh, schicker Fernseher mit diesen komischen Drehknöpfen noch, um Gottes Willen. Und hier wieder The Immolating Man. Immolating, was heißt das? Moment, da sieht es aus, als wäre es offen. Nein, hat getäuscht. Oh. Vorräte über Vorräte. Haben die was geahnt? Hier ist eine Karte. Ich hätte gerne eine Zoom-Funktion irgendwie da drauf. Ich würde das gerne lesen, was da für Notizen stehen. Sachen sind eingekreist, durchgestrichen, Pfeile mit irgendwelchen Notizen, aber ich kann die Notizen leider nicht lesen. Nee. Vielleicht soll man die auch gar nicht lesen können, ich weiß es nicht. Aber mich interessiert sowas immer. Ich will immer wissen, was die Leute da drauf geschrieben haben, ob wir vielleicht noch was erfahren. Es ist übrigens 5:05. Immer noch. Aber die Uhr tickt auch. Das wirft mal eine ganze schöne Uhrentheorie über den Haufen. Ach, guck mal hier. Falkland zu bohren. So. Auf einmal gehen wir wieder sehr langsam. Huch. Tipworth Junction. Oh, das ist ja süß. Oh, wie süß ist das denn? Schuschu. Einsteigen und Vorsicht bei der Abfahrt. Voll süß. Okay, das mit dem Fernglas. Na gut, was will er hier schon beobachten? Vögel vielleicht, was anderes sieht man hier nicht. Und hat auch lauter Bilder von Zügen. Ich glaube, der mag Züge. Der liebt seinen Job, der mag Züge. Das ist doch toll. Ich würde hier gerne die Lampe anmachen, geht leider nicht. Noch mehr Züge. Und natürlich Züge und Bahnhöfe. Ah, cool. Finde ich irgendwie voll super, dass man das machen kann. Ein sehr unnötiges, aber ein sehr schönes Detail. Mag ich immer sehr gerne sowas. Hat draußen was gehört? Na, kann wahrscheinlich eher nicht der Fall sein. Und auch hier natürlich wieder Nasenbluten. 8:07. Es ist immer 8:07. Da kann man nichts machen. Nun gut, ich mache mal Überlicht an hier. So. Kann ich auch Licht machen? Sehr gut. 8:07? Nee, 6:07. Nicht 8:07, was rede ich denn da? Eieieiei. Ach du. Das ist aber mehr als Nasenblut, mein Freund. Ach du Scheiße. Da ist der Spiegel. Das ist mehr als Nasenbluten. Und ich frage mich dann natürlich automatisch, hat das mit dem Giftgas zu tun? Hat das mit dem Giftgas zu tun? Hat der Steven alle auf dem Gewissen? Ist das möglich? Hm? Ich dachte gerade, ich habe Lichtlein gehört, aber Lichtlein hängt ja lieber in der Kneipe. Ich spreche es mir selbst wieder und wieder vor, im Dunkeln.
während ich mit den Fingern kaltes Essen aus einer Dose löffle. Mein Name ist Catherine Collins. Ich bin Catherine Collins. Als könnte ich die Welt zwingen, meine Existenz anzuerkennen. Die Zeit hat aufgehört, real zu existieren. Mir bleibt nur noch die Tage an der Wand zu markieren, wie eine Höhlenfrau. Die Zeit hat aufgehört zu existieren. Vielleicht steht sie deswegen auch die ganze Zeit still oder vielleicht sind wir tatsächlich in so einer Art, ich weiß nicht, halt nicht in der wirklichen Realität, sondern mehr in so einer künstlich erschaffenen Dimension, wo diese Wesen uns rein, oder eins dieser Wesen uns rein, ich weiß es nicht. Und wenn die Kate sagt, das Wesen ist einsam, es ist so lange gereist, warum sehen wir auch mal zwei oder vielleicht sogar noch mehr? Wir wissen ja letzten Endes gar nicht, wie viele Wesen es sind. Die verhalten sich ja offenbar, oder es wirkt so, als wären es mehrere, weil die sich alle anders verhalten und wir haben schon zwei auf einmal gesehen. Hören wirst. Vielleicht bist du doch bei Kate geblieben. Ich kann es dir nicht verdenken. Aber ich kann auch nicht auf dich warten. Ich muss jetzt an das Baby denken. Und naja, ich hätte schon vor langer Zeit weggehen sollen. Jetzt habe ich keine Ausreden mehr, nicht zu gehen. Aber ich liebe dich, Steven. Und ich hoffe, du findest deinen Frieden. So oder so. Oh, da kommen Flugzeuge. Das Ende von Lizzie und das Ende ihres Babys. Danke, Steven. Und mich deucht, als würde da hinten gerade was Großes stattfinden und ich habe das Gefühl, wir müssen da unbedingt hinlaufen. Trotzdem werde ich das Gefühl nicht los. Ich finde es übrigens cool, was man hier für eine Aussicht hat. Trotzdem werde ich das Gefühl nicht los, dass wir irgendwie Dinge übersehen haben, vielleicht noch nicht alles wissen, noch irgendwelche Geschichten aufdecken können. Doch, das tun sie. Du übertreibst einfach. Steven, sie starren mich an. Gestern im Dorf ist diese alte Frau auf der Straße stehen geblieben und hat mich angestarrt, als hätte ich zwei Köpfe. Sei nicht so melodramatisch. Ich fühle mich wie in einem Zoo. Boah, dieser Ort ist sowas von spießig. Keine Ahnung, wie du hier aufwachsen konntest. Tja, damals war ich anders. Und die sind nicht so übel. Na, du hast leicht reden. Gib dem Ganzen hier eine Chance, Kate. Sowas abgemacht. Ein Jahr hier und wir haben eine echte Chance aufs La Silla-Observatorium. Steven! Oh nein, da ist Lantham. Steven Appleton! Dachte ich doch, dass du das bist. Was hört man da über eine Yankee-Braut? Oh, hallo.
zwei Köpfe, Steven. Hi, ich bin Kate. Da kam die Kate hier gerade an und wurde schon höflich begrüßt. In Anführungszeichen. Oh, ich habe Angst, wenn ich da hingehe, dass das Spiel zu Ende ist. Ich will nicht. Ich will noch mehr erfahren. Ich will mehr wissen. Ich will vor allen Dingen wissen, natürlich, was aus Steven geworden ist. Und dann will ich natürlich auch genau wissen, wie jetzt alles abgelaufen ist, was jetzt alles passiert ist. Ich bin so neugierig. Und ich habe Angst, wenn ich da hingehe, dass jetzt gleich alles vorbei ist. Aber andererseits habe ich auch das Gefühl, ich muss da hingehen, weil ich sonst wieder die ganze Zeit in der Gegend rumlaufe. Unsinnigerweise. Es sind die Stromkabel. Es bewegt sich ja durch die Stromkabel, das wissen wir ja. Da hinten ist noch was, das habe ich da gerade gesehen. Ach, das ist das Ende von Steven. Wir sind hier beim Umspannwerk wieder. Hier erwartet uns doch das Ende von Steven. Habe ich es hier nicht gesehen oder war das drin? Oh. Hier war doch die Tür. Aber ich habe doch hier ganz deutlich gerade so einen Energiebatzen gesehen. Hier so an der Seite. Was der Steven sich hier Feines ausgedacht hat. Dieser schlaue Mensch, dieser Wohltäter der Menschheit. Hier ist ein Eimer Farbe. Er hat der Farbe geschleppt, wie wir wissen. I need a second chance. Another last dance. One more cry. My life, as sure as the sun will set, I will have regrets. I made mistakes, but oh, I tried, broken down and barely hanging on. It's taking everything to carry on. I'm not me today. I am not the only one, I am not the only one.